Uncas macht seinen Job Tag und Nacht. Der Marennener Prutzenhund ist weit zu hören, sobald sich irgendetwas der Herde nähert. Uncas. Nur wenn Michael Krüger über den Zaun klettert, wird aus dem Schutzhund ein Schmusehund. Leg dich, leg dich, leg dich, leg dich, leg dich, leg dich, leg dich. Jeden Morgen gibt es das gleiche Ritual. Leg den Hund auf die Seite und schau jetzt, ob er in Ordnung ist. Die Pfoten anschauen. Pfote. Hat sich der Hund in der Nacht verletzt? Gibt es Kampfspuren? Wow. Denn sicher ist, der Wolf schert sich nicht darum, dass sein Gebiet 400 Meter von hier offiziell endet. Und deshalb hat der Landwirt eine klare Forderung. Meiner Meinung nach müsste ganz Baden-Württemberg zum Wolfsgebiet erklärt werden und in ganz Baden-Württemberg müsste der Herdenschutz zu 100% entschädigt werden. Zäune, Hunde. Über 4.000 Euro hat er aus eigener Tasche in den Herdenschutz gesteckt. Michael Krüger züchtet unter anderem hochwertige Schwarznasenschafe. Dieses Lamm, 10 Tage alt, bekommt von der Mutter nicht genug Milch. Viermal am Tag muss es mit der Flasche gefüttert werden. Für seine Tiere tut er alles. Das ist mein Leben, das ist mein Hobby, mein Beruf. Wenn man diese Lämmer sieht und diese dann vom Wolf irgendwann fressen, dann tut es richtig weh. Auf einer anderen Weide wacht Weibchen Kalesi. Auch hier hat der Schäfer Schilder aufgestellt, auf denen steht, wie man sich beim Passieren der Hunde verhalten sollte. Herdenschutzhunde sind nicht unumstritten, Herkunft und Ausbildung extrem wichtig. Übergriffe auf Menschen kamen vor, sind aber die Ausnahme. Immer wieder kontrolliert Michael Krüger aus der Distanz, wie sich Hund und Fußgänger verhalten. Vollkommen korrektes Verhalten vom Hund. Er hat einen Verbell, verfolgt ihn jetzt im Zaun. Verbellt ihn weiter, bis der Abstand wieder da ist, zwischen Herde und Fußgänger. Und dann ist alles gut. Dennoch, ein Restrisiko bleibt. Ich habe da auch einen Waldkindergarten, wo die Kinder praktisch einmal in der Woche da vorbeilaufen müssen, wie sie Schafe stehen. Das ist alles nicht einfach. Und wenn da Menschen gibt, die da Respekt, Angst haben und sich da darüber auch beklagen, kann man das verstehen. Alles gut. Michael Krüger kämpft um finanzielle Unterstützung vom Land. Da lässt er nicht locker, denn er will weitere Hunde anschaffen. Wie sie dann reagieren, wenn der Wolf wirklich kommt, das weiß er nicht und kann nur hoffen, dass es nie dazu kommen wird.